Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Momentan habe ich definitiv Probleme im Angriff, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich halt eher so der Kombinierer war, nie so der Dribbler. Und das FIFA liegt jetzt vor allem den Dribblern. Das kommt ihnen sehr entgegen. Und es ist zwar auch so, dass man mit vielen kurzen Pässen gut sich nach vorn kombinieren kann, aber gerade in den sehr wichtigen letzten Situationen, wenn man dann 1-1 spielt, also 1 gegen 1 gegen einen Verteidiger oder so, oh, meine ich das absolute Überteam, das ist doch schön, dann hat man einfach sehr große Vorteile, wenn man gut dribbelt. Ach, oben rechts, dieser Gomez, dieser 84er, hat 90 Pace, er kostet 50.000 oder so. Genau, und das liegt mir halt einfach nicht so. Ich lasse zwar ab und zu mal einen aussteigen mit einer Schusstäuschung oder so, aber im Großen und Ganzen habe ich mir jetzt vor allem in dieser Weekend League einfach zu wenige Torchancen erspielt oder die waren dann zu schlecht ausgeführt oder wie auch immer. Also es. War auf jeden Fall viel Mist dabei und Koulibaly verletzt sich direkt mal. Zum Glück war es ein Foul. Sonst wäre das jetzt eine eklige Situation geworden. Natürlich trotzdem weiter mein Bestes. Oh, das war zu spät, der Pass. Krass rausgespielt. Da haben wir Glück, dass der nicht reinging. Stimmt, Immobile noch gar nicht aufgefallen. Ach, da hat er Glück, dass es außerhalb des Strafraums war. Verdammt. Ich hätte natürlich lieber den Elfmeter genommen. So, ich glaube, ich habe immer noch niemanden, der es mega drauf hat. Ich weiß nicht, wie Freistöße gehen und deswegen lege ich ab. Okay, so wollte ich es nicht. Der ein Stück weiter links und da ist er drin. Aber ablegen ist auf jeden Fall am besten bisher. Sonst habe ich ja noch kein Tor damit erzielt, aber das wird schon noch kommen. Oh, das ist doch dumm. Das war richtig dumm von mir. 90 Pace. Okay, haben wir Glück gehabt. Dann hat man richtig gesehen, wie ich mit der Pace überhaupt nicht reingekommen bin. Scheiße, es läuft nicht gut. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Spiel. Gut gemacht mit El Shaarawy. Brozovic leider überhaupt nicht schnell. Ich glaube 72 oder 73 Pace. Also, da will ich doch genau in dem Moment abbrechen, um. Ja, da soll der Ball natürlich nicht hin. Abbrechen, um den Ballverlust nicht zu riskieren. Und dann war es doch zu spät. Eieiei, ich spiel gerade so schlecht, das ist unglaublich. Gut gemacht von Immobile. Noch Abschluss. Ah, da hat Donnarumma. Oh nein, dann wieder so ein Scheißtor. Diese Flanke war ultra schlecht.
Fuck, ey. Ich glaube, ich werde komplett untergehen in der Weekend League. Krass, dass ich mich überhaupt qualifiziert habe. So ein schlechtes Scheißtor. Ich meine, das Tor an sich war schön, aber es war halt wieder nur Glück, dass er da... Diese Flanke, die darf halt niemals so ankommen. Aber da muss natürlich auch El-Sharabi wieder ins Kopfballduell gehen. Super. Aber ich sehe ja echt wenig Hoffnung gegen den Gegner. Ich spiele nicht gut nach vorn. Ich spiele gerade auch nicht gut nach hinten, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, was ich da jetzt auf die Schnelle anders machen kann, wenn ich ehrlich bin. Das zum Beispiel kann ich anders machen. Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob beim Feld noch die gleiche Tastenkombination ist. Das kann ich zum Beispiel anders machen. Schöne Schusstäuschung am Gegner vorbei und dann gerade so mit Pfosten rein. Okay, alles ist wieder drin. Come on, push dich. Komm schon. Schlechter Pass, sehr gut. Schade. Was mit Glück ein schwacher Abschluss. Hätte auch ganz anders ausgehen können. Der erste Pass sollte halt leider auch schon nicht dahin. Das war ein wunderbarer Abwurf. Ich mache das auf jeden Fall einen Tick besser im Spiel nach vorne. Ich glaube, das war abseits. Nein? Okay. Das war Glück und dann der Abschluss war überhastet. Das erste war Glück und das andere war dumm. Oh, knapp. Diese scheiß Pace. Oh. Schön gemacht mit Beatlia. Foul. Ist es ein Elfmeter oder? Hast nicht gesehen. Ich glaube, es war noch vor der Linie. Das rennt er mit. Was ist ein Elfmeter? Krass, da war es genau auf der Linie. Nee, ist kein Elfmeter. Oh, ich dachte schon, weil er den Ball so genommen hat. So, jetzt brauchen wir einen Linksfuß. Ich weiß nicht, warum er den Flach schießt. Ich habe nicht auf zweimal schießen gedrückt. Es ist schade, dass der Ball nicht bei uns nochmal ankam. Aber ich bin jetzt, muss ich sagen, nach dem 1-1 bin ich deutlich zufriedener mit meinem Spiel nach vorne. Die Abwehr ist immer noch nicht so gut, weil der Gegner einfach sehr schnell ist. Und da ist es dann immer sehr schwer. Boah, zum Glück ein ultra schlechter Abschluss. Wieder, ich konnte nichts machen. Gomez ist einfach zu schnell und mein Innenverteidiger quasi abgeprallt. Da war dann der Ball zu weit weg. Ich
Mit Rossi. Der Pass kam auch irgendwie merkwürdig langsam. Da haben wir Glück gehabt. Solchen Situationen muss ich viel mehr rausholen, verdammt. So, Info vom Gula mit Shadow überholt er zum Glück nicht. Aber ja, ich war mit El Sharabi so geil durch. Muss ich einfach viel mehr rausholen. Scheiße, ich hatte keine Anspielstation mehr, was soll ich da machen? Wo spielt der denn hin, meine Herren, ey? Schade. Haben wir aber richtig Glück. Da leider nicht mehr. Das war richtig wichtig, den abzufangen. Ich freue mich schon, wenn ich den dann fest im Team habe, weil der macht definitiv Spaß. Hat er gut gemacht und wir kriegen ja auch leider nicht wieder. Ich habe wieder vergessen, Ronaldo einzuwechseln. Meine Fresse, merkt ihr das doch mal? Wieder ein Spiel gewesen, wo das gut gepasst hätte. Das ist ein Foul meiner Meinung nach. Och Mann! So knapp! Oh, da legt er mir fast noch vor. Also gerade haben wir so eine Druckphase wieder und schaffen es einfach nicht, da mal eine geile Torschance zu generieren. Was halt auch zum Teil daran liegt, dass dann der letzte Pass einfach nicht kommt. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Haben wir Glück. Haben wir leider kein Glück. Das war doch mal geil gespielt. Das war doch mal geil gespielt. Und ja, beim Feld ist das gleiche. Geil. Ja, und Schuhe putzen gibt es, glaube ich, wieder. Da muss ich mir mal gucken, ob man den freischalten muss und wenn ja, wieder funktioniert. Weil Schuhe putzen gab es, glaube ich, im letzten, vielleicht sogar im überletzten FIFA nicht. Und das fand ich auch immer geil, Schuhe putzen. Das war doch mal geil gespielt. Hier noch das Auge gehabt für den Bosovic, der deutlich besser platziert war. Und er macht ihn dann ins kurze Eck. Flach rein. Sehr geil. Wichtig, spät, 90. Minute. Bei mir fallen immer so spät die Treffer und jetzt gehen wir auf totalen Abwehrriegel. Ja, sehr geil. Wichtiger Sieg, schöner Sieg. Oh. Nach dem 1-1 habe ich dann, wie gesagt, auch besser gespielt. Wobei mir ist immer noch am Sack, dass meistens dieses Querlegen nicht funktioniert. Tore, zweimal Brozovic, Vorlagen auf jeden Fall einmal Immobile. Immobile scheint mir jetzt auch nicht so auffällig zu sein. Weiß ich nicht, ob der einem Origi rankommt. Sehr ausgeglichene Statistik auf jeden Fall. Zweiter Sieg. Von wie viel? Von 4 Spielen? Na, das ist doch okay erstmal. Wie gesagt, Gold 3 würde mir reichen. Da bin ich wenigstens für die nächste Weekend League qualifiziert. So, dann sind wir jetzt wieder mit der Bundesliga dran. Ach, Koulibaly hat sich direkt mal verletzt. Was hat er denn? Eine Partie arm. Arm, ich sag ja, es ist wirklich so, dass nicht mehr nur Fuß dran ist. Interessant, interessant. Lasst mich überlegen. Koulibaly passt. So, merkt ihr's, Idiot. Dafür muss ich ihn erstmal hier hinsetzen, fällt mir gerade auf. Wechsel in der Halbzeit, wenn du nicht schon 100-0 führst. Ronaldo ein. Es sei denn, du liegst sehr weit hinten oder bist sehr weit vorn. Ansonsten wechsel Ronaldo ein. Merk dir das bitte. Vielen Dank. Gerade weil mir die Außenflügelspiele auch nicht so sehr gefallen, wobei man Ronaldo auch als Stürmer einwechseln kann, logischerweise. Muss man mal schauen. Aber ich denke, am ehesten ist Ntep oder Traoré. Die haben auch nicht so viel Ausdauer, glaube ich. Oh, mal wieder nicht so ein ganz krasses Team. Das ist doch schon mal schön. Nur ein 81er Torhüter. Nur nicht, ein nicht seltener Linksverteidiger. 78er. Ach, das ist auch wieder ein... Oh, der Torhüter kommt auch nicht auf volle Chemie. Genau wie der Innenverteidiger Mustafi nicht auf volle Chemie kommt. Das ist schon mal interessant. Sehr merkwürdiges Hybrid-Team, wenn da nicht alle auf volle Chemie kommen. Er hat mich so laufen lassen, da versuche ich natürlich den Distanzschuss. Schade, dass da nicht wenigstens die Ecke bei rauskommt. Das war ein Foul. War doch schon wieder Glück. Knapp. Schön angetäuscht mit dem Tipp. Ganz, ganz schwacher 2-Meter-Pass hier. Ich hab das doch gesehen, dass er da durchläuft. Das muss ich natürlich viel, viel eher antizipieren. Ah, schade. Ah, schön rausgespitzelt mit Hintep.
Oh, wir haben sogar noch Einwurf, nice. Mit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich glaube, der Gegner liegt mir besser von der Spielanlage, weil er nicht ganz so aggressiv drauf geht. Dann habe ich mehr Zeit, mir einen guten Passweg zu überlegen. Oh, krass. Bender gewinnt das Kopfballduell und dann verkackt es mit Origi. Schöne Grätsche mit Bender. Ich glaube, Bender hat auch gute Grätschenwerte. Nein! Oh, krass. Ich glaube, Weiser war da im Kopfballduell. Zum Glück war dieser Kopfball so krass unplatziert. Von hinten rein ist eigentlich rot, ne? Das ist rot. Oh, ich Idiot. Aber er hat sich halt leider gerade weggedreht, als ich diese Grätsche ansetze. Jetzt muss ich leider mit 10 Mann hier zu Ende spielen. Das wird richtig scheiße. Also jetzt werde ich es wahrscheinlich verlieren. Ich gehe mal auf Defensiv, um das ein bisschen ausgleichen zu können. Das ist zum Glück nur ein Sechser. Tja, dann wollen wir uns mal ins Elfmeterschießen retten, würde ich sagen. Passt auf, ich sehe mich schon gewinnen hier mit der roten Karte. Ich sehe mich schon gewinnen. Fuck, und das gegen den Gegner, der echt nicht so gut war. Jetzt habe ich mich selber hier geschwächt. Das ist nicht so schön. Nice. Gut gemacht mit Arangis. Na, man merkt, dass ein Mittelfeldspieler fehlt. Schade. Das war ja mal richtig gut verteidigt von mir. Wir lassen ihn mal komplett durchlaufen. Das scheint so ein bisschen sein Ding zu sein, Flanken anscheinend. So ein nice Lacker, ey. Oh, fuck you. Der spielt auf Kopfball, den hat auch mein Tukic. Scheiße, Mann! Warum muss er denn so ein Lackertor machen? Spielt es doch wenigstens raus. Ich glaube, in dem Spiel werde ich auch kein Ronaldo einwechseln. Das ist mir auch zu schade. Ach, die rote Karte. Wie konnte mir sowas denn passieren? Das passiert mir eigentlich so gut wie nie, weil ich nicht aggressiv genug dafür bin. Jetzt wird er auf Garantie auf Fünferkette stellen und super defensiv. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich denke, jetzt muss ich auch, ja, offensiv spielen. Jetzt ist es halt egal, dass ich hier mit einem weniger spiele, wenn ich nur noch eine Chance haben will, das zu gewinnen. Oder wenigstens erstmal auszugleichen. Ich mache erstmal ausgeglichen und dann zweite Hälfte gehe ich auf Offensiv. Schönes Zusammenspiel von Hintep und Prosinski. Oh, das hat er leider gut antizipiert. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time.
Tja, wenn ich da jetzt halt den zweiten Sechser Bender hätte, wäre der Ball wahrscheinlich wieder bei mir gewesen. Egal, also wie gesagt, der Gegner ist nicht so gut. Ich gebe mir trotzdem noch Chancen, das Spiel zu drehen, wenn ich ehrlich bin. Von daher einfach Konzentration, aber es ist mir jetzt zu blöd, hier Ronaldo einzuwechseln, wenn ich sowieso schon einen Spieler weniger habe. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich geringer, dass ich nochmal schaffe, das hier zu drehen. Tja, so kann man ein Spiel auch abgeben gegen einen wahrscheinlich schlechteren Spieler. Ja, ich wollte auf Offensiv gehen. Oh, zum Glück nur Alu. Er scheint wirklich auf Kopfbälle zu gehen, also das merkt man schon. Deswegen hat er da auch Mandzukic stehen. Das heißt, man darf ihn nicht flanken lassen. Oh, du Idiot, Traoré! Ich drück nach oben und er geht einfach ins Aus mit dem Ball. Mann! Wenn ich ruhig bleibe, habe ich hier noch eine Chance. Oh, schieß doch einfach, Origi. Schieß doch einfach. Merkwürdiger Laufpass. Das macht aber echt viele Aufbaufehler. Oh, er war geil geschossen. Und der Torhüter hält ihn leider. Aufs Netz oben drauf. Ja, rennt immer über außen, weil er dann versucht reinzuflanken. Das macht natürlich Sinn. Geht dann leider noch mit dem Fuß ran. Weil über die Mitte kombinieren, das ist überhaupt nicht seins. Regie lässt sich gerne mal in den Rücken passen, habe ich das Gefühl. Was für ein Tor, ey. Was für ein Tor. Aber da war definitiv, hatte ich auf jeden Fall Abwehrfehler drin über außen. Muss man so sagen. Schade, so verliert man halt, wie gesagt, auch gegen schlechtere Gegner mit einem Spieler weniger. Ach, bitter, bitter, bitter. Es wird eine richtige, bittere Weekendsliga. Dann habe ich eigentlich ja schon gerechnet. Tut mir auch noch schwer damit zu sagen, dass mir die Weekend, dass mir dieses Spiel nicht gefällt. Ich bin mir ehrlich gesagt einfach nicht sicher, ob ich es geil finde oder scheiße. Hat auch einen Tipp, sehe ich gerade.
Mist! Mist, Mist, Mist! Das ärgert mich. Mich ärgert nicht, dass ich das Spiel verliere, sondern mich ärgert diese rote Karte so unglaublich, weil ich deswegen meine Chancen auf den Sieg halt so krass gemindert habe. Das ärgert mich. Oh, scheiß drauf. Gegner war definitiv schlechter als ich. Bedeutet nicht automatisch, dass ich gewonnen hätte, nur weil ich die rote Karte nicht fresse, aber mit der roten Karte mache ich es mir halt total kaputt, das Spiel. Fuck! Und das in der Weekend League. Oh, da liegen ja noch Chips rum, wo kommt die denn her? Ah, die liegen schon lange offen rum, deswegen sind sie ein bisschen babbelig. Die hätten eigentlich ziemlich scheiße mehr zu sein. Was wollte ich sagen? Ja, gerade in der Weekend League, wo ich nicht so ein starkes Team habe, ich noch überhaupt nicht eingespielt bin, ich also wahrscheinlich sowieso in den meisten Spielen Underdog bin, da schaffe ich es dann noch in dem Spiel, wo ich meiner Meinung nach der bessere Spieler bin, ja, das so zu verkacken, indem ich eine rote Karte fress. Ja, habe ich mit Absicht gemacht. Was? Da gibt's Rot? Oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Glückwunsch, erstes Spiel mit zwei roten Karten. Na, jetzt schieß doch mal. Schießt natürlich nicht mit der Teil. Oh, das ist so scheiße mit der roten Karte. Also die zweite ist egal, aber die erste. Aber nicht wegen mir abgebrochen. Verstehe ich gerade nicht. Zählt der Spieler jetzt überhaupt? Nein! Das Spiel hat nicht gezählt, weil die Verbindung abgebrochen ist. Wie lustig wäre das denn, wenn der Gegner gerade ein Disconnect hatte oder sowas und das Spiel noch verliert und ich bekomme es nicht als Niederlage angerechnet? Es zählt nicht, es zählt nicht! Oh, vielen Dank! Oh, ist das geil, ein 4-0 mit einer beschissenen roten Karte generiert von Bender. Das mit Weiser ist egal. Und ich werde nicht bestraft dafür. Oh, danke, danke, danke. Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, ey. Ist das geil. Ach ja, Koulibaly ist ja zwei Spieler verletzt. Ach, verdammt. Oh, wie mache ich denn das jetzt? Also, die roten Karten müssen logischerweise auf die Bank. So. Der Verletzte muss logischerweise auch auf die Bank. Dann spielen wir halt jetzt ohne Wechselspieler, würde ich sagen. Nee, warte mal, wir haben noch zwei Plätze frei. Wir müssen doch zwei Plätze frei haben. Was ist denn der zweite Platz? Also, Urishi wird gebraucht, Hintep, Hector, Bender. Bender brauchen wir gerade nicht. Genau, Bender brauchen wir gerade nicht. Da haben wir ja Süle stehen. So, da muss natürlich auch Koulibaly auf die Bank. Eieiei, bitte nicht nochmal so eine dumme rote Karte kassieren. Das war ja richtig bescheuert von mir. So, weiter geht's. Immobile, zeig mal ein bisschen, was du kannst. Wäre geil. Ach so, ja, wir machen erstmal eine neue Aufnahme, würde ich sagen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.